Herzlich willkommen im April 2021 zum Newsletter von Faktor C, einer Initiative von Christen in der Wirtschaft. Mein Name ist Michael vom Ende und Ihnen geht es vielleicht wie mir. Auf der einen Seite erleben wir ein richtiges Hin und Her beim Aprilwetter. Wir erleben ein richtiges Hin und Her in unseren pandemischen Überlegungen. Wir alle haben miteinander die Hoffnung, dass sozusagen jetzt die letzte schwierige Phase kommt, bevor wir dann wieder in eine neue Normalität kommen, mit der wir alle uns besser arrangieren können. Wichtig bei all dem ist, dass unsere Freude in unserem Herzen da ist und fest bleibt, denn unsere Zukunft ist gesichert und Gott ist in unserer Gegenwart dabei. Ein paar Informationen auch in diesem Monat. Wir haben uns schweren Herzens entschlossen, einerseits den Festtag als hybride Veranstaltung in diesem Jahr nicht so durchzuführen. Wir haben uns lange auf diesen Tag gefreut und uns danach gesehen, uns in echt wieder zu begegnen, aber wir sind derzeit einfach unsicher, ob das alles so wie geplant werden kann. Das heißt, wir werden an diesem Tag nur die Mitgliederversammlung durchführen, allerdings digital. Aber, und das ist der zweite Teil der Botschaft, wir werden die guten Inhalte an einem anderen Termin präsentieren, nämlich bei unserer Jahrestagung vom 5. bis 7. November in Altenkirchen im Westerwald, dort im Sporthotel Glockenspitze. Alle Infos dazu und natürlich eine herzliche Einladung finden Sie jetzt in diesem Newsletter. Eine weitere Veranstaltung, bitte, wenn Sie Young Professionals sind, jetzt für Sie. Nämlich auch in diesem Jahr findet unser Impact Weekend für die Young Professionals statt, Anfang Juli in Rothenburg ob der Tauber und oder im Internet. Auch da laufen verschiedene Planungen. Jetzt ist eine gute Zeit, sich anzumelden, sich zu informieren auf unserer Website unter dem Stichwort Young Professionals. Wir freuen uns, wenn zu den schon vielen Angemeldeten noch eine ganze Menge weitere Menschen dazukommen. Was gibt es Neues bei unserer Regionalgruppenarbeit? Dazu finden Sie alle Informationen, auch vielleicht über Orte in Ihrer Gegend. Und die wirklich frohe Nachricht und gute Botschaft, dass wir jetzt unser weiteres neues Material komplett abgeschlossen digital zur Verfügung stellen können, Gott bei der Arbeit. Stöbern Sie gerne mal auf unserer Website zu dem Thema und überlegen Sie, ob das ein gutes Material für Ihre schon bestehende oder vielleicht neu zu gründende Gruppe werden könnte. Wir planen für den 5. Juni einen Tag rund um das Thema Insolvenz mit dem Titel Restart 2021. Wir laden noch kräftig dazu ein, wissen derzeit allerdings ehrlicherweise nicht ganz genau, ob dieser Tag tatsächlich in Nürnberg stattfinden kann. Aber melden Sie sich gerne schon an. Wir informieren alle Angemeldeten und auch alle sonstigen, falls wir etwas in der Planung verändern. Wir würden uns freuen, wir könnten Ihnen Hilfestellung geben, Ihnen und Menschen in Ihrem Umfeld zu diesem Thema Insolvenz. In eigener Sache, wir sind derzeit auf der Suche nach einem Menschen, der in der Lage und bereit ist, uns bei der Anzeigenakquise sowohl für unser Magazin als auch für unseren Newsletter, unseren digitalen Newsletter, auf Provisionsbasis zu helfen. Falls Sie sich dazu in der Lage sehen, die Zeit, die Kraft, die Möglichkeiten und die Ausbildung haben, dann melden Sie sich gerne direkt bei mir über info@faktor-c.org. Das Letzte auch in diesem Monat um die Ecke gedacht mit dem Thema, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Lesen Sie gerne diesen um die Ecke gedacht Blog auf unserer Webseite und empfehlen Sie dies, wie auch viele Artikel unseres Magazins, weiter in Ihren digitalen Medien. Vielen Dank für diesen Monat, bis sich unsere Wege wieder kreuzen.